So, kommen wir zum Teil 12 für externes Rechnungswesen in der Verwaltungsinformatik. Wir waren hier stehen geblieben beim Thema Umsatzsteuer. Ich hatte ausgeführt, dass das durchaus ein Thema eben auch ist in der öffentlichen Verwaltung, weil man durchaus an verschiedenen Stellen immer mal wieder als Unternehmer tätig wird. Zum Abschluss hatte ich Sie gebeten, sich diese Übung G mal anzuschauen und die Aufgabe 13. Und damit möchte ich dann auch starten. Und schauen wir hier mal drauf. Wir haben immer die entsprechenden Angaben. Ich habe jetzt hier auf Eröffnungsbilanz, Konto und Ähnliches verzichtet. Und insofern, glaube ich, sind die Sachverhalte eigentlich immer ganz gut erklärbar. Man sollte natürlich Dreisatz können, um exklusive von inklusive unterscheiden zu können. Und dementsprechend schauen wir gleich mal auf die entsprechenden Lösungen. Also Nummer 1 eben, es wären Waren im Wert von 15.328 Euro per Banküberweisung verkauft. Das heißt, auf der Rechnung ganz unten steht der Bruttowert, so wie Sie auch einen entsprechenden Kassenbon an der Theke im Supermarkt oder an der Kasse im Supermarkt erhalten. Und das bedeutet dann ganz konkret auch, dass Sie. So, gehen wir mal einen zurück. So, hier jetzt dann den Bruttobetrag haben, nämlich mit 15.328 Euro und einer Umsatzerlösanteil dann von 12.880,67 Euro und der Umsatzsteuer in Höhe von 2.447 Euro. So, im nächsten Fall, ich gehe mal kurz zurück. Ist es so, wir haben hier jetzt Reisekosten und davon Belege mit 7% Umsatzsteuer und Belege mit 19% Umsatzsteuer. Auch das ist jetzt gerade bei Reisekosten nicht ungewöhnlich, denn die Hotelrechnung hat vielleicht 19% und wenn der was verzehrt, können das 7% sein. Dann haben wir auch noch das Thema Taxiquittung, das sind glaube ich auch 7%. Also gerade bei Reisekostenabrechnungen kann es ein Mischmasch sein zwischen 7 und 19%. Es gibt auch durchaus weitere Steuerarten oder Steuerschlüssel, so nennt man sie, von 0%, 2% und so weiter. Das hängt dann mit steuerbaren, nicht steuerbaren Umsätzen oder gerade bei Unternehmen mit Beziehungen und Geschäftstätigkeit im Ausland zusammen. Das habe ich uns alles erspart. Es ändert hier aber nichts im Fall 2, dass das natürlich für uns alles Vorsteuer ist. Nur die Belege sind halt unterschiedlich ausgestellt. Insofern relativ einfacher Sachverhalt auch. Wir haben dann 955 Euro als Reisekostenbetrag, Vorsteuer von 143,05 Euro und dann die Kasse mit 1098,05 Euro. Der dritte Fall hier mit der Kasse und den 298 Euro und den Büchern, glaube ich, dürfte auch unkritisch sein, Bücher Vorsteuer an Kasse. So, dann haben wir die Nummer 4, Energiekosten exklusive Umsatzsteuer. Diese werden per Banküberweisung bezahlt. Was bedeutet das dann entsprechend? Das sehen wir jetzt hier. Nämlich, wir haben die Energiekosten, die tatsächlich dann auch bei uns im Aufwand anfallen. Entschuldigung. Nämlich die 17.567 Euro. Hinzu kommt die Vorsteuer in Höhe von 19% und damit macht das dann in der Banküberweisung 20.904,73 Euro. So, bei der Nummer 5 wurde gesagt, Rechnung für Dienstleistungen von 1.405 exklusive 7% Umsatzsteuer, die Kunde zahlt vereinbarungsgemäß in 4 Wochen. Also, was haben wir? Natürlich die Forderungen an Umsatzerlöse und an Umsatzsteuer. Man kann sich diesen Sachverhalt merken, weil wir gleich bei der Aufgabe 13 genau eine Buchung haben, wo wir Forderungen ausgleichen. Merken Sie sich mal diesen Sachverhalt. Zu guter Letzt dann die Mobilfunkkosten. Ich glaube, das ist auch unkritisch, wurde gesagt, 2.540 Euro. Und dann kommen dort die entsprechenden Vorsteuer dazu. Macht dann in Summe als Banküberweisung dann 3.022,60 Euro.
So, jetzt müssen wir das Ganze nochmal abführen, hier die Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer. Auch hier sehen wir ganz eindeutig, dass wir mehr Vorsteuer bezahlt haben als Umsatzsteuer bekommen. Wenn wir das Ganze über das Steuerverrechnungskonto abschließen, dann können wir gar nicht anders umhin, das habe ich beim letzten Mal schon ausgeführt, zu sehen, dass wir hier das Steuerverrechnungskonto im Haben ansprechen müssen. Das sehen wir. Verbleibt uns nur eben hier ein Guthaben zu vereinnahmen vom Finanzamt. Ich habe das gesagt, ganz oft, oder mir ist kein anderer Fall bekannt, wenn Sie umsatzsteuerpflichtig werden, dass Sie ein Konto haben, auf das Sie entweder die Vorsteuer überwiesen bekommen oder eben auch die Umsatzsteuer bezahlen müssen. Das heißt, das wird abgebucht oder überwiesen. Deswegen hier das Bankkonto auch dargestellt. Würde ja auch nichts ändern in Summe, wenn Sie jetzt beispielsweise ein anderes aktives Bestandskonto ansprechen würden, weil sich dadurch ja nichts beispielsweise verändern würde hinsichtlich der Gewinn- und Verlustrechnung beispielsweise. So, ich hatte gesagt, Aufgabe 13. Diese Aufgabe 13, wenn man mal drauf schaut, ist nochmal sehr schön. Wir sind ja fast am Ende unserer Vorlesungsteil oder unserem Vorlesungsteil externes Rechnungswesen und hier eben dem separaten Teil für die Verwaltungsinformatik. Hier wird alles Mögliche nochmal zusammengefasst. Wir haben die Erstellung eines Eröffnungsbilanzkontos, wir haben die Eröffnungsbilanzkontobuchung, wir haben Pensions- oder wir haben Rückstellungen, wir haben Steuer. Insofern eine sehr, sehr gute Übung, wie ich finde, nochmal fast zum Abschluss hin. Wir haben danach nur noch eine Aufgabe, aber nichts mehr hier im Aufgabenzettel. Ja, es ist wie immer, wir haben einige Angaben, die eben hier für das Eröffnungsbilanzkonto wichtig sind. 13.1 beispielsweise Verbindlichkeiten, 13.2 der Fahrzeugbestand. Dann haben wir hier weiteres beispielsweise bei der 11 zum Beispiel die Pensionsrückstellung und so weiter und so weiter. Brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht alles vorlesen. Was jetzt interessanter ist, ist, na, dass man erstmal das Eröffnungsbilanzkonto richtig aufstellt und das sieht dann, wenn Sie das gemacht haben, genau so aus, nämlich die Fahrzeuge, Forderungen, Bank und Kasse als aktive Bestandskonten, Pensionsrückstellung, Verbindlichkeiten als passive Bestandskonten und zuzüglich die Residualgröße Eigenkapital noch in Höhe von, oder noch, sondern ergibt sich damit automatisch in Höhe von 215.000 Euro bei einer Bilanzsumme von 200 78.000 Euro. Ich denke, das ist jetzt nicht sonderlich herausfordernd, genauso wenig wie die Eröffnungsbilanzkontobuchung. Gilt wie immer, aktive Bestandskonten an Eröffnungsbilanzkonto und passive Bestandskonten an und Eröffnungsbilanzkonto an passive Bestand, Entschuldigung, Eröffnungsbilanzkonto dann an die passiven Bestandskonten. So, jetzt haben wir es aber. Genau, das sieht man auch hier. Und viel interessanter sind natürlich jetzt die einzelnen Sachverhalte, die wir als Geschäftsvorfälle zu verbuchen haben. Und das beginnt dann hier ganz konkret mit der 13.3. Es fallen Kosten für Büromaterial in Höhe von 8.000 Euro zuzüglich 19% Umsatzsteuer an, die per Banküberweisung bezahlt werden. Ich glaube, das ist dann auch relativ einfach und gut nachzuvollziehen. Das sehen wir hier mit Büromaterial. Vorsteuer an Bank. Bei der 13.5 ist gesagt, wenn Sie da drauf schauen, dass wir eben Güter im Wert von 30.000 Euro auf Ziel zuzüglich 19% Umsatzsteuer verkaufen. Insofern hier auch, denke ich, klar, dass wir den Umsatzerlös genauso verbuchen, nämlich als den Nettobetrag mit 30.000 Euro und der Umsatzsteuer. Und damit natürlich der Gesamtforderungsbetrag, weil unser Vertragspartner ja die Umsatzsteuer mit entrichten muss in Höhe von Forderungen von 35.700 Euro. So, etwas komplexer würde ich mal sagen, ist der Sachverhalt 13.6, Entschuldigung. Schauen wir nochmal drauf gemeinsam. Die Aufgabenstellung oben sagt ja, Sie sollen alle Buchungen vornehmen, die in diesem Geschäftsjahr anfallen. Und hier bei 13.6 haben wir ja den Energieversorger mit netto 1.200 Euro und der Vertrag läuft ein Jahr, beginnt am 1. August, das heißt schon mal
5 Monate altes Jahr, 7 Monate neues Jahr. Und die gesamte Summe müssen wir im alten Jahr schon im Voraus per Banküberweisung für ein Jahr entrichten. Das heißt, wir müssen jetzt bezahlen und nur ein Teil des Aufwands darf im alten Jahr liegen. Das heißt natürlich, wir brauchen auch einen Anteil im neuen Jahr. Das heißt, auch bei dem Aufwand hier für Energie müssen wir das Ganze korrigieren im alten Jahr, um das Gewinnverlustrechnungskonto im alten Jahr richtig ermitteln zu können. Und gleiches gilt für das neue Jahr, nämlich für den Anteil des neuen Jahres mit den 7 Monaten. Das sehen wir jetzt hier auch. Wir haben die 1200 Euro gehabt mal den Betrag von 12 Monaten. 1200 mal 12, genau, das sind die 14,4. Und wenn man dann natürlich das Ganze ausrechnet, bleiben Energiekosten netto in Höhe von 12.184 Euro, Vorsteuer 2.299,16. Die sind natürlich schon weg, ja. Wir korrigieren natürlich nur die Energiekosten. Das hat nichts mit der Steuer zu tun. Das liegt wieder an dem Charakter, den ich beim letzten Mal der Steuer schon zugesprochen habe, dass sie für den Unternehmer eben ein durchlaufender Posten ist. Heißt, wir müssen natürlich jetzt korrigieren. 12.184 Euro, nur 5 Monate davon dürfen im alten Jahr verbleiben und 7 im neuen Jahr. Und wenn man das ausrechnet, haben wir eben einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, eine Forderung, eine implizite Forderung unsererseits gegenüber dem Energieversorger auf Versorgung im neuen Jahr, weil ich ja schon alles bezahlt habe. Deswegen aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, den wir natürlich im Soll ansprechen, damit Energiekosten anhaben und damit der richtige Saldo auf dem Energiekostenkonto im alten Jahr, nämlich der Aufwand für 5 Monate. So, 13,7, glaube ich, war wieder nicht so schwierig. Es muss für Steuern eine Rückstellung in Höhe von 3.000 Euro gebildet werden. Das kennen wir, das hatten wir schon ganz oft. Aufwandsteuern an Steuerrückstellung. So, gehen wir mal weiter. Schauen wir auf die 13,8. 13,8 sagte, es werden Güter im Wert von 25.000 Euro zuzüglich 19% Umsatzsteuer verkauft und der Kunde bezahlt per Banküberweisung. Also haben wir 29.750 Euro an Umsatzerlöse in Höhe von 25.000 Euro und die Umsatzsteuer in Höhe von 4.750 Euro. 13,9 ist, glaube ich, auch wieder relativ einfach. Reisekosten zuzüglich Umsatzsteuer heißt Reisekostenvorsteuer an Kasse. Ich glaube, das ist auch wenig verwunderlich sozusagen. Bei der 13,12 haben wir die Maschine im Wert von 15.000 Euro, die auf Ziel zuzüglich 19% Umsatzsteuer gekauft wird. Auch das ist Standard, würde ich mal sagen. 15.000 Maschine. Vorsteuer 2.850, an Verbindlichkeiten 17.850. Dann haben wir ganz einfachen Buchungssatz auch wieder bei den Abschreibungen Nummer 13 auf die Fahrzeuge, also aus dem Bestand. Deswegen habe ich da extra die Nummer 2 in der Aufgabenstellung dazu geschrieben, ist eine Abschreibung in Höhe von 2.000 Euro vorzunehmen. Das sehen wir hier, Abschreibung an Fahrzeuge. Ich denke, auf dieser Seite jetzt nichts Überraschendes oder völlig Neues. Schauen wir weiter. Jetzt kommen wir zu den Pensionsrückstellungen. In der Aufgabenstellung ist hier gesagt, eben die Pensionsrückstellung, also die wir dort eben bei 11 hatten, für das Eröffnungsbilanzkonto, fallen in Höhe von 10.000 Euro an. Sie werden per Banküberweisung bezahlt. Es dürfte klar sein. Wir haben 8.000 Euro im Anfangsbestand gehabt, 10.000 müssen wir tatsächlich bezahlen. Wir haben also den Aufwand unterschätzt. Uns muss noch zusätzlicher Aufwand entstehen. Wir können diesen auch gar nicht anders buchen, um das Pensionsrückstellungskonto, weil die Pensionsrückstellung nicht mehr vorhanden ist, auch entsprechend auszugleichen. Deswegen die Bankbuchung immer zuerst, habe ich Ihnen gesagt, Pensionsrückstellung an Bank. Wir müssen das Pensionsrückstellungskonto ausgleichen, deswegen Aufwand periodenfremd an Pensionsrückstellung. So, jetzt kommt Nummer 15. Ich habe gerade bei der Übung G gesagt, merken Sie sich das mal.
Viele buchen jetzt hier, die Aufgabenstellung lautet ja, ein Kunde bezahlt 398 Bar inklusive 7% Umsatzsteuer, um seine Verbindlichkeit gegenüber der Schmidt GmbH zu begleichen. So. Viele Studierende buchen jetzt hier irgendwas mit Steuern. Jetzt kommt's, was natürlich Quatsch ist. Warum? Weil der Kunde nur noch die Forderung ausgleicht. Und jetzt müssen Sie sich vor Augen halten, was dem Forderungsbetrag, den wir hier jetzt im Haben ansprechen, um ihn auszugleichen, weil wir ja das Geld von unserem Kunden erhalten haben, passiert ist. Als wir die Forderungen aufgebaut haben, haben wir gebucht Forderungen an Umsatzerlöse und natürlich an Umsatzsteuer. Das heißt, für uns ist der Sachverhalt schon längst im Konto Umsatzsteuer verbucht. Und hier wird nur die Einzahlung getätigt, um die Forderung, die inklusive Steuer ja schon gebucht worden ist, auszugleichen. Deswegen gibt es hier keinen Steuerbezug. Ganz, ganz wichtig zu verstehen. Einige machen es aber auch immer richtig. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt alle falsch machen, aber das ist halt wichtig zu verstehen. So, schauen wir auf die Nummer 16. Da haben wir gesagt, ist in der Aufgabenstellung gesagt, für die Maschine aus 12 fallen Frachtkosten an in Höhe von 1000 Euro, zuzüglich 19% Umsatzsteuer. Und ich habe extra gesagt, hier die Frachtrechnung bezieht sich ausschließlich auf den Transport der Maschine. Damit dürfte klar sein, dass diese Frachtkosten werterhöhend wirken für die Maschine und das Ganze dann bar, heißt dann eben nicht Frachtkosten hier als Aufwand, sondern Maschine, Vorsteuer an Kasse. Und zu guter Letzt unser Verkauf des Fahrzeugbestandes. Das dürfte eigentlich auch nachvollziehbar sein. Wir hatten schon abgeschrieben auf den Fahrzeugbestand. Deswegen haben wir nur noch 38.000 Euro im Bestand. Wir haben dann den Ertrag aus Abgang mit 19.000 Euro. Das sind dann die 57.000 Euro des entsprechenden Bestandskontos Fahrzeuge. Und das Ganze ist eben dann versehen mit 10.830 Euro Umsatzsteuer. Das bedeutet in Summe dann 67.830 Euro. Und das ist ja auch sehr eingehend beschrieben in der Aufgabenstellung, so dass wir hier eben die 57.000 Euro ausgleichen müssen auf dem entsprechenden Konto. Gut, wenn Sie das alles so gebucht und verbucht haben, dann will ich jetzt hier gar nicht auf die einzelnen Konten eingehen. Gehen wir dann einfach mal auf das Steuerverrechnungskonto. Da haben wir dann einen Schlussbestand von 13.720,84 Euro. Wir sehen, wir haben deutlich mehr Umsatzsteuer vereinnahmt als Vorsteuer selbst bezahlt, was natürlich eine Schuld unsererseits dann bedeutet gegenüber dem Finanzamt. Und wenn man dann weiterschaut, kommen wir dann abschließend zum SPK. Und da haben wir dann eine neue Summe von 348.000 Euro, 528,82 und ein neues Eigenkapital von 258.957,98 Euro. Genau. Also wie gesagt, wenn Sie Geschäftsvorfälle mit meinem identisch haben, dann müssen Sie auch zum SPK kommen in dieser Form. Ansonsten haben Sie sich irgendwo verschrieben oder einen Zahlendreher. Das passiert mir durchaus auch mal. Insofern ist hier eigentlich, sind die Sachverhalte, glaube ich, ein Stück weit selbsterklärend. Wir sehen den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, den wir gebildet haben, beispielsweise und so weiter. Gut, das soll es mal zur Aufgabe 13 gewesen sein, sozusagen. Und wir schauen jetzt dann weiter zum letzten Thema, was wir haben in unserem separaten Teil für die Verwaltungsinformatik, nämlich hier jetzt unser Thema Personalbuchhaltung. Wir haben grundsätzlich die Unterscheidung der Begriffe zwischen Lohn und Gehalt, wobei mir nicht mehr bekannt ist, dass es noch Lohnempfänger im klassischen Sinne gibt. Lohn bedeutet normalerweise, dass der Betrag, der ausgezahlt wird, von der Arbeitsleistung abhängig ist, von einem Output oder was weiß ich auch immer. Das heißt also, klassisch ist hier die Akkordarbeit gewesen, also wo man im Akkord mehr Stücke, mehr Geld bezahlt wurde.
Das ist mir, wie gesagt, nicht mehr bekannt. Gibt es wahrscheinlich noch in irgendwelchen Bereichen in Deutschland. Typischerweise ist Gehalt, das heißt also jeden Monat derselbe Betrag. So, das Bruttogehalt bedeutet meistens eben gemäß Tarifvertrag, muss nicht überall gemäß Tarifvertrag sein, weil einige Branchen oder auch einige Firmen nicht im Tarifvertrag oder sich nicht im Tarifvertrag unterwerfen in Deutschland. Stellt natürlich dann für den Arbeitgeber Aufwand dar. Und was für den Arbeitgeber weiterer Aufwand ist, sind für ihn eben die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, also seine Beiträge, die er eben auch für den Einsatz dieses Produktionsfaktors Personal bezahlen muss. Sehen wir gleich, welche das sind. So, der vierte Punkt hier, der Arbeitgeber kann zusätzliche Leistungen gewähren. Das lassen wir im Folgenden außer Acht. Das können vermögenswirksame Leistungen sein, um irgendwas zu sparen. Das kann ein Dienstwagen sein. Das können sonst welche Leistungen sein. Da gibt es wahrscheinlich nichts, was es nicht gibt. Insofern, das lassen wir alles außen vor, um das jetzt nicht zu komplex werden zu lassen. Wichtig für die Verwaltungsinformatik, wir haben natürlich eine Unterscheidung, nämlich zwischen Arbeitnehmern und Beamten. Und die unterscheiden sich durch zwei ganz konkrete Sachverhalte. Das einmal fehlen Bedingungen bei einem Beamten, nämlich er kann nicht arbeitslos werden, also hat er keine Arbeitslosigkeit und damit auch keinen Beitrag zur Arbeitslosenversicherung. Zweiter Fall, er zahlt nicht in die Rentenkasse ein, weil er erhält ja eine Pension und keine Rente. Und das ist auch so ein Grundsatzthema, da scheiden sich eben die Geister. Wir sehen das gleich in der Abrechnung zwischen einem Arbeitnehmer und einem Beamten. Da ist der Beamte zunächst mal günstiger, weil natürlich die Pension später aus, ja, aus den Steuermitteln oder aus was auch immer bezahlt wird und nicht eben unmittelbar jetzt an eine Pensionskasse überwiesen wird. Da gibt es Berechnungen zu rauf und runter, ob Beamte oder Arbeitnehmer nun günstiger sind oder nicht, aber keiner kommt zum endgültigen Ergebnis oder kann das be- oder widerlegen. Und deswegen ist es auch müßig oder meistens auch nur Symbolpolitik von bestimmten Parteien zu sagen, alle müssen in die Sozialversicherung einbezahlen, endlich auch die Beamten. Das kommt nach allen Berechnungen den Staat nicht günstiger oder teurer. Wir können das gleich näherungsweise zumindest mal erkennen. So, schauen wir mal drauf. Was haben wir denn so? Also Einkommensteuer muss jeder bezahlen. Das sind nach dem Einkommensteuergesetz. Wir sehen gleich auf der Folgefolie auch noch einen entsprechenden Auszug aus entsprechenden Tabellen, die herausgegeben werden. Das muss der Arbeitnehmer natürlich alleine bezahlen, diese Einkommensteuer. Das ist nämlich abhängig davon von der Höhe. Das heißt, umso mehr sie verdienen, umso mehr Einkommensteuer müssen sie bezahlen. Kirchensteuer abhängig davon, ob sie überhaupt in der Kirche sind. Natürlich, gerade die Tage kam eine Mitteilung, dass wohl jetzt weniger als die Hälfte der Deutschen in der Kirche noch sind. Insofern nimmt das kontinuierlich ab. Das hängt von der Konfession ab. Und nochmal vom Bundesland und keine Ahnung was. Sind meistens zwischen 8 und 9% auf die Einkommenssteuer, also auf diesen Betrag hier. Das heißt, haben Sie mehr höheres Gehalt, zahlen Sie auch höhere Kirchensteuer. Wobei der Begriff Kirchensteuer wirklich irreführend ist. Es ist keine Steuer für die Kirche oder so, sondern oder des Staates für die Kirche. Es ist ein Einbehalt und deswegen eine Dienstleistung des Staates. Und der führt das dann an die jeweiligen Konfessionen ab. So, Solidaritätszuschlag 5,5% auf die Einkommensteuer. Jetzt könnte man mir entgegenhalten, naja, die gibt es doch gar nicht mehr, den Solidaritätszuschlag. Doch, es gibt ihn noch für besonders Gutverdienende. Und gleichzeitig lasse ich mal meine Folie, wie sie ist, weil ja gerade schon die ersten entsprechenden Politiker davon sprechen, dass wir für den Klimaschutz und oder für Ukraine Folgen und oder für Abhängigkeit oder Loslösen von der Abhängigkeit vom Gas und keine Ahnung was, wieder einen Solidaritätszuschlag brauchen. Ich glaube auch, dass der irgendwann kommen wird, wenn sich das Ganze beruhigt hat. Also bin ich ganz glücklich hier mit meiner Folie. Lassen wir ihn mal drinnen. Vielleicht kommt er ja bald wieder. Dann haben wir die Sozialversicherungsbeiträge. Auch hier gilt wieder, das variiert von Jahr zu Jahr. Die Beträge, die ich jetzt hier mal genannt habe, sind aber auch teilweise durchaus noch realistisch. Wir haben die Krankenversicherung jetzt hier mal mit 14,6% angesetzt.
Auch da gilt wieder unterschiedliche Beiträge bei unterschiedlichen Krankenkassen. Dann können die Krankenkassen auch noch unterschiedliche Zusatzbeiträge übernehmen und so weiter und so weiter und so weiter. Deswegen ist das hier nun mal entsprechend angenehm. Pflegeversicherung 2,35%. Achtung, Achtung, oft wird gesagt, die Familien ohne Kinder sind alle Sozialschmarotzer. Hier kann man erkennen, dass es nicht ganz so ist, denn es ist ein Zuschlag zu zahlen von Kinderlosen hier bei der Pflegeversicherung von 0,25%. Der ist auch alleine zu tragen vom Arbeitnehmer. Das heißt, weil du schuld bist, dass du keine Kinder hast, musst du auch bei der Pflegeversicherung mehr bezahlen als Leute mit Kindern. Das wird meistens unterschlagen oder wissen die wenigsten. Dann haben wir die Rentenversicherung 18,7%, Arbeitslosenversicherung mit 3% und die Unfallversicherung, die nur der Arbeitgeber zu zahlen hat und abhängig ist von der Gefahrenklasse. Das bedeutet, branchenspezifisch bzw. berufsspezifisch ist das Ganze ausgestaltet. Heißt, wenn jemand auf dem Bau von der Leiter fällt, ist natürlich ein höheres Risiko, als wenn Sie später als Beamter am Tisch einschlafen und sich dabei den Kopf stoßen. Genau, das mal kurz zur Vorrede. Jetzt schauen wir uns das mal an einem konkreten Beispiel an. Hier mal so herangezogen, wie ich dann zu der Zahl gekommen bin. Wir unterstellen jetzt mal jemanden, der gerade aus dem Studium kommt, alleinstehend ist, keine Kinder hat und irgendwie hier so verdient. Dann sehen Sie hier die entsprechenden Beträge, die ja schon ausgewiesen sind. Und dann schauen wir einfach mal in der Praxis drauf. Wir unterstellen mal, unser Angestellter, alleinstehend, keine Kinder, erhält einen Bruttobetrag von 2.750 Euro. Davon muss er jetzt die Lohnsteuer bezahlen. Das sind in seinem Fall ungefähr 535 Euro. Darauf 9% Kirchensteuer macht 48 Euro. Darauf 5,5% Solidaritätszuschlag sind ungefähr, immer gerundet, ja, 29 Euro. Nageln Sie mich jetzt, also die Beträge stimmen schon, wenn man so ausrechnet, aber es geht mir hier bei der Darstellung nur darum, dass wir am Ende den Aufwand des Arbeitgebers ermitteln, Ihr Bruttogehalt sehen, um das dann im Folgenden in den einzelnen Buchungen einfacher nachzuvollziehen. So, jetzt haben wir die gesamte Summe, die jetzt quasi an Steuern vom Gehalt des Angestellten einbehalten wird. Das wird ja nicht ausbezahlt, sondern wird dann abgeführt. Wie das funktioniert, sehen wir uns dann ganz konkret an. Dann haben wir im Weiteren hier jetzt die Sozialabgaben, Krankenversicherung 201 Euro. Und das müssen jetzt beide sich teilen, macht dann im Weiteren hier bei der Pflegeversicherung 39 Euro. Hier aber, da keine Kinder, etwas höher als beim Arbeitgeberanteil von 32 Euro. Bei der Rentenversicherung haben wir wieder Hälfte, Hälfte, sind dann 257 Euro. Arbeitslosenversicherung 41 Euro. Und ich hatte es gesagt, die Unfallversicherung nur dem Arbeitgeber. Das ist meistens nicht viel. Ich habe jetzt einfach mal pauschal 5 Euro unterstellt. Ob das stimmt, weiß ich selber nicht. So, dann haben wir hier eine Summe, die der Arbeitnehmer noch an Sozialabgaben zu bezahlen hat. Das bedeutet natürlich 257 minus 612 minus 538. Das ist sein Nettolohn. Und der Arbeitgeber hat im gleichen Zuge hier einen Aufwand von 536 Euro, der sich aus diesen Beträgen hier ergibt. Bedeutet dann, das Nettogehalt beläuft sich auf 1.600 Euro. Das müssen wir natürlich per Banküberweisung an den Mitarbeiter überweisen. Und wir haben für den Arbeitgeber einen Gesamtaufwand in Höhe von 3.286 Euro, der sich eben zusammensetzt aus den 2.750 Euro und den 536 Euro. Heißt, in der Gewinn- und Verlustrechnung müssen wir die 3.286 Euro wiederfinden. Wir müssen den Mitarbeiter die 1.600 überweisen. Wir müssen an die Steuerbehörden 612 überweisen und an die Sozialversicherungsträger hier diesen Gesamtbetrag aus 536 und 538 Euro. Wie funktioniert das Ganze also? Beginnen wir mal bei dem ersten Fall des Lohngehaltes des Mitarbeiters. Oh, jetzt habe ich hier unten schon den Schussbestand eingebucht. Das sehen Sie mir einfach mal nach. Können Sie mal außen vor lassen. Also Lohngehalt an Bank.
mit 1600 Euro haben wir gerade ausgerechnet. Das heißt, das überweise ich jetzt den Mitarbeiter. Das ist das Geld, was bei Ihnen ankommt. So, dann haben wir im Weiteren eben etwas, was wir einbehalten haben, nämlich die Steuern. Das waren die ersten drei Kategorien, die wir auf der Vorseite gesehen haben. Die gehören natürlich auch zu seinem Bruttogehalt. Das sehen wir jetzt hier. Deswegen Lohn und Gehalt an einbehaltene Steuern, sagt schon der Name des Kontos. Dann haben wir als drittes die Sozialversicherungsbeiträge, die auch von ihm zu zahlen sind. Das sind die 538 Euro. Und dann haben wir natürlich unseren eigenen Anteil, den wir nämlich gebucht haben mit 536 Euro. Und so ergibt sich auch hier nämlich auf dem einbehaltenen Steuerkonto ein Saldo, den wir überweisen müssen an die Steuerbehörden. Und hier auf dem Konto abzuführende Sozialversicherungsbeiträge, der Betrag, den wir an die Sozialversicherung zu leisten haben. Schauen wir weiter. 2750 Euro sind dann hier wirklich auch die Summe, nämlich das Bruttogehalt. Wir haben hier unten die 1074 Euro, die wir noch überweisen müssen. Wir haben 536 Euro, die als Arbeitgeberanteil für die Sozialversicherung angefallen sind. Und wir sehen dann im Folgenden, dass wir die abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge an Bank buchen, die einbehaltenen Steuern an Bank buchen und dann natürlich das Gewinn- und Verlustrechnungskonto bedienen durch das Lohn- und Gehaltskonto und am Ende natürlich auch den Anteil des Arbeitgeberanteils für die Sozialversicherung, ist nämlich auch Aufwand für uns. Dann sehen wir auf dem Bankkonto eben hier die 3.286 Euro, nämlich das, was wir tatsächlich bezahlen mussten. Das einbehaltene Steuerkonto ist ausgeglichen, so muss es sein, wir haben es ja überwiesen. Wir haben die 1074 Euro überwiesen an die abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge und wir haben dann am Ende eben hier im Gewinn- und Verlustrechnungskonto auch den Betrag von 3.286 Euro. Genau so muss das entsprechend natürlich auch sein. Genau. Schauen wir weiter. Jetzt gucken wir uns den Beamten an, der alleinstehend ist, keine Kinder hat. Wir gehen mal von denselben Sachverhalten aus. Wir haben jetzt hier das Bruttogehalt. Wir haben wieder die Lohnsteuer. Wir haben wieder die Kirchensteuer und wieder den Solidaritätszuschlag. Und dann haben wir nur 612 Euro abzuführen. Und der Aufwand für den Arbeitgeber ist auf einmal nur noch bei 2750 Euro. Und das Nettogehalt ist deutlich höher, nämlich 2138 Euro. Warum? Weil natürlich jetzt hier die Abzüge beispielsweise für die, für die ganzen Sozialversicherungen nicht drin sind. Das ist jetzt natürlich auch, also so ist jetzt, ist dieser Sachverhalt aus Sicht des Arbeitgebers zu betrachten, aus Sicht des Arbeitnehmers. Achtung, Achtung. Sie müssen sich ja noch Privatkrankenversicherung. Das heißt also, das müssen Sie von Ihrem Netto bezahlen. Das fehlt jetzt natürlich hier an der Stelle. Insofern muss man da immer sehr vorsichtig sein, jetzt zu sagen, hurra, hurra, alles ist besser. Ganz so einfach ist es nicht. Was aber Fakt ist, die Auszahlungen jeden Monat sind für den Arbeitgeber deutlich geringer als für einen Angestellten. Dafür hat er natürlich später einmal die Pensionslasten zu tragen für die entsprechende Pension, also als Ersatz für die Rentenversicherung. Und wir haben die Beihilfe, das ist der andere hälftige Anteil für den Beamten, wenn er eben krank wird, dann zahlt zur Hälfte eben die private Krankenversicherung, zur anderen Hälfte der Staat. Wobei nicht mal das stimmt. Auch da wieder zwischen Bundesländern und dem Bund unterschiedliche Regelungen. Was kriegen Sie an Zahnersatz bezahlt? Ab wann gibt es Beihilfe? Und so weiter und so weiter. Auch das kann man nicht pauschalieren. Jedenfalls hier deutlich einfacher in der Abrechnung jetzt, wenn wir aus Sicht des externen Rechnungswesens in der Verwaltung schauen. Also, das ist genau dasselbe Prinzip natürlich. Lohn und Gehalt oder Dienstaufwendung für Beamte heißt es dann da richtigerweise an Bank. Die Überweisung der 2138 Euro. Wir haben die einbehaltenen Steuern. Da ändert sich nichts, weil der Bruttolohn ja identisch ist.
Wir haben dann die Überweisung der einbehaltenen Steuern und wir haben dann das Lohngehaltskonto mit brutto 2.750 Euro. Und wir haben dann G&V, die 2.750 Euro und dementsprechend auch hier auf dem Bankkonto die 2.750 Euro. Und wir sehen, dass das Gewinnverlustrechnungskonto damit natürlich auch deutlich weniger belastet wird. Also für Sie relativ einfach gesagt, also Beamte sind deutlich einfacher zu buchen als Angestellte. Genau. Hier habe ich mal das aus dem MI rausgenommen. Da sehen Sie das auch, wie das Ganze sich gestaltet. Eben ganz konkret hier mal bei einem Beamten, nämlich genau diese Ausrechnung. Das ist ein Beispiel aus diesen Buchungssätzen, Bezüge für Beamte. Und dann haben wir hier noch sogar ja, so einen Sparbeitrag. Also das ist so mal ein Zusatz, von dem ich vorhin gesprochen habe. Da wird dem Mitarbeiter noch zusätzlich etwas gegeben, damit er vielleicht für die Rente oder für irgendwas anderes sparen kann. Und hier sehen Sie das eben auch im Ergebnis. Das ist dann hier also die Überweisung. Und dann haben wir hier entsprechend dann auch, deswegen Bestands- und Ergebniskonten und dann auch die entsprechenden Finanzkonten. Das ist wirklich das Cash, was dahinter sich bewegt. Und hier sind dann auch die Buchungen für Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag an Sparkasse gebucht. Und das sehen Sie eben hier. Also genau das, was ich gerade gesagt habe. Jetzt nochmal Bestand und Ergebniskonten von den Finanzkonten zu unterscheiden, das würde jetzt zu weit führen. Aber Sie sehen genau das Prinzip, was ich Ihnen auch gerade vorgestellt habe. Gut, dann machen Sie einfach abschließend mal hier die Übung F. Dazu werde ich dann noch ein Video einstellen zum Abschluss für das externe Rechnungswesen. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute, bleiben Sie gesund. Ciao, ciao.